Seit fast schon 10 Jahren flimmert Guido Maria Kretschmer mit der Sendung Shopping Queen über die TV-Bildschirme. Ein Ende ist, zum Glück vieler Fans, bisher nicht in Sicht. Der Erfolg ist natürlich größtenteils dem Designer selbst zuzuschreiben, der sich allergrößter Beliebtheit erfreut. Kein Wunder, dass er neben Shopping Queen und seinem Job als Modedesigner auch weitere TV-Sendungen hat. Deshalb kann man den 56-Jährigen auch in Guidos Deko Queen und Guidos Wedding Race bewundern. Nun wurde Guido Maria Kretschmer im Rahmen des Deutschen Fernsehpreis 2021 von der Westen gefragt, wie es eigentlich mit einer eigenen Kochshow aussieht. Die würde schließlich noch in seinem Portfolio fehlen. Er selbst verriet dazu: "Nein, nein, vielen Dank, ich bin versorgt. Das sollen die anderen nehmen. Ich bin sehr, sehr versorgt. Nein, nein, ich kann nicht noch mehr arbeiten. Ich wünsche allen schöne Sendungen, aber ich will keine mehr. Der Guido hat genug zu tun." Schade, werden sich jetzt viele seiner Fans denken. Allerdings hat er natürlich auch recht. Sein Pensum ist schon jetzt ziemlich groß. Vorschläge gibt es übrigens trotzdem immer wieder. Dazu erklärte Guido Maria Kretschmer: "Die bieten mir dann vieles an und sagen, Guido, das ist was, das könntest du perfekt machen. Und dann gucke ich, ob es etwas für mich ist oder nicht. Ob es in Zukunft noch mehr geben wird, wer weiß. Bis dahin bleibt der sympathische Designer seinen Fans in den bestehenden TV-Shows wie Shopping Queen erhalten."